In diesen Tagen jährt sich dieser schlimme Unfall von Michael Schumacher, der Formel-1-Legende, bereits zum 10. Mal. Die ARD respektive der Bayerische Rundfunk, die haben zum Beispiel eine 5-teilige Doku-Serie herausgebracht. Wir haben indes mit dem Entdecker und Förderer Michael Schumachers, mit Gerhard Nohack, gesprochen. Und viele Stimmen, die wir in diesen Tagen hören, und dazu gehört auch eine, die wir natürlich kennen. Eine Person, die über viele Jahre hinweg an der Seite von Michael Schumacher war. Die Rede ist vom ehemaligen Manager Willy Weber. Der hat sich nun jetzt in einem Interview geäußert und sich selber große Vorwürfe gemacht und zugleich auch eine, nennen wir es mal, düstere Prognose abgegeben. Die Einzelheiten, also die Stimmen von Willy Weber, jetzt bei uns in der Sendung. Ja, jetzt rückt dieser Tag immer näher. Am 29. Dezember 2013 war damals Michael Schumacher mit seiner Familie in den französischen Alpen unterwegs und dabei schwer verunglückt, schlug mit dem Kopf heftig auf einen Felsen. Und es gab ja wirklich bange Stunden, Tage, Wochen, Monate, gar Jahre. 10 Jahre liegt dieser schlimme Tag, dieser schlimme Unfall mittlerweile zurück, und über den Gesundheitszustand Michael Schumachers ist in den vergangenen Jahren nichts mehr bekannt geworden. Das Einzige, damals in der Netflix-Doku Schumacher sprach sein Sohn Mick Schumacher davon, dass er alles aufgeben würde, nur um wieder mit seinem Vater sprechen zu können. Und das hat schon einen tiefen Einblick gewährt. Ansonsten gab es in den zurückliegenden Jahren nichts mehr. Die Familie und auch seine Managerin Sabine Kehm halten Michael Schumacher aus der Öffentlichkeit völlig fern. Auch 10 Jahre nach diesem schlimmen Unfall, ja, versucht Michael Schumacher wieder zu genesen. Einer, der sich große Vorwürfe macht bis heute, das ist sein ehemaliger Manager, nämlich Willy Weber. Nun spricht eben einer seiner langjährigsten Weggefährder, also von Michael Schumacher, über die Formel-1-Legende und hält sich eben dabei auch nicht mit düsteren Gedanken zurück. Im Interview mit dem Kölner Express hat Willy Weber nun gesprochen und sagt: Wenn ich jetzt an Michael denke, habe ich leider keine Hoffnung mehr, dass ich ihn noch einmal wiedersehe. Ohne positive Nachricht nach 10 Jahren. Ich hätte Michael im Krankenhaus besuchen müssen. Ich habe nach seinem Unfall getrauert wie ein Hund. Ja, und gerade vor allem auch die Familie schirmte Michael, wie ich schon gerade angesprochen hatte, in den letzten Jahren von der Öffentlichkeit ab und ließ nur ganz wenige Menschen überhaupt in die Familie kommen, beziehungsweise auch zu Michael. Willy Weber gehörte nicht dazu, der hat sich in den Jahren immer mal wieder geäußert und auch seinen Unmut zum Ausdruck gebracht und auch so ein bisschen die Familie Schumacher angegriffen, dass er da eben nicht an Michael herankommt. Ja, nur der engste Kreis weiß also wirklich, wie es Michael tatsächlich geht. Unter anderem Sean Todd, der ehemalige FIA-Präsident und Ferrari-Teamchef, der sich zeitweise immer mal wieder geäußert hat, dass er zum Beispiel Rennen mit Michael schaut. Und Ross Brown, der gehört ebenfalls auch dazu. Also die Großen von Ferrari, die sind auch heute noch an der Seite von Michael Schumacher. Kürzlich hat sich allerdings aber auch Michael Schumachers Anwalt Felix Damm nämlich geäußert und auch ein bisschen den Einblick gewährt, warum die Familie das Geheimnis um Schumi auch heute noch um jeden Preis hütet. Im Interview mit dem Rechtsportal LTO sagte er: Wir haben auch mal überlegt, ob eine finale Meldung über den Gesundheitszustand der richtige Weg sein könnte. Doch danach wäre ja nicht Schluss gewesen und es hätten dann permanent aktualisierte Wasserstandsmeldungen erfolgen müssen. Er spricht eben auch davon, dass auch eben schon gleich nach dem Unfall die große Gefahr bestanden habe, die Kontrolle über die ganzen Gerüchte und die Berichterstattung zum Zustand Michael Schumachers man hätte verlieren können. Und damals gaben ja auch die Ärzte Pressekonferenzen zum aktuellen Gesundheitszustand von Michael Schumacher. Und weiter heißt es, das waren eigentlich Inhalte, die thematisch der Privatsphäre zugeordnet waren. Das war bis dahin eigentlich komplett tabu.
Ja, und gerade auch zu dieser, nennen wir es mal, Strategie, die Öffentlichkeit herauszuhalten, also den Gesundheitszustand von Michael aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, darüber sagte Felix Damm: Ich glaube, dass die allermeisten Fans gut damit umgehen können, eben nicht genau zu wissen, wie es ihm tatsächlich geht. Klar gibt es immer einige, die sich wünschen würden, was von ihm zu hören, zu wissen, wie es ihm heute geht, was er heute wahrnehmen kann. Aber ich glaube, die meisten, und dazu gehöre ich vielmehr, würden es nicht wirklich wissen wollen. Also natürlich wissen wollen schon gerne, aber eher, wenn es was Positives zu vermelden gibt. Denn ich, wie wahrscheinlich viele andere auch, haben die große Sorge, dass wenn man heute ein Bild sehen würde oder wenn man Michael eben hören würde, dass man vielleicht auf eine gewisse Art und Weise erschrocken sein könnte, weil es eben ja, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr dem Bild entspricht, was wir alle noch in unseren Köpfen, in unseren Gedanken haben. Und es wahrscheinlich doch viele Emotionen auslösen würde. Ich mache mal dieses Beispiel von Gabi Köster zum Beispiel. Die kennen ja die meisten, Gabi Köster, damals bei 7 Tage, 7 Köpfe, später ja dann auch in ihrer eigenen Comedy-Serie Ritas Well, läuft ja bis heute noch rauf und runter bei RTL ab. Und wenn man damals ist ja auch Gabi Köster dann aus der Öffentlichkeit verschwunden. Natürlich waren es weit weniger als 10 Jahre. Ich glaube, ich war nur 3 Jahre in Anführungsstrichen. Und dann kam damals Gabi Köster, der erste Auftritt, den sie damals hatte, bei SternTV, bei Steffen Halaschka. Und das war das erste Interview, das Gabi Köster gab. Man wusste auch, dass es ihr nicht gut geht und dass da was passiert sein muss. Und dann sah man zum allerersten Mal Gabi Köster damals. Und man war auch zugleich auch erschrocken, wie sie natürlich optisch aussah, weil das, was in den Jahren passiert war, das hat sie natürlich auch gezeichnet und vor allem auch körperlich gezeichnet. Und das sah man natürlich, das sieht man natürlich auch heute noch. Und es schmerzt auch da noch ein Stück weit, wenn man so die alten Folgen von Ritas Welt zum Beispiel anschaut und dann ja, ein neueres Foto sieht von Gabi Köster. Klar, das ist die Produktion von Ritas Welt, liegt natürlich schon viele, viele Jahre zurück, aber trotzdem, man sieht schon, dass bei Gabi Köster da einiges in der Vergangenheit passiert war. Und ich glaube, bei Michael könnte das womöglich ähnlich sein, wenn wahrscheinlich die Gefahr besteht, dass es noch viel schlimmer ja, aussieht. Das glaube ich, deswegen ist es schon ganz gut, dass wir da einfach diesen Michael Schumacher in Erinnerung behalten, wie wir ihn über all die Jahre Sonntag für Sonntag in der Formel 1 erlebt haben. Und drücken natürlich trotzdem die Daumen, dass es ihm da einigermaßen den Umständen entsprechend gut geht und dass er ja auch für sich irgendwo Fortschritte machen kann. Auch wenn es wahrscheinlich, wenn überhaupt, kleinere Fortschritte sein können. Aber ich glaube, alles, was da ja, im Endeffekt positiv für seine Gesundheit ist, ist natürlich dann auch umso besser. Und ich glaube, in einer Sache sind wir uns, glaube ich, alle einig, wir werden Michael Schumacher nie wieder in der Öffentlichkeit erleben. Das ist leider auch eine traurige, wenngleich auch schmerzvolle Wahrheit, aber trotzdem eines, was in unseren Köpfen bleibt, für alle die Ära Michael Schumachers erleben konnten, Rennsonntag oder Rennwochenende, was das für wirklich bezaubernde und wirklich tolle Wochenenden waren, wie wir da mitgefiebert haben, für jeden einzelnen Weltmeistertitel, den er da einfahren konnte, wie er dann da hoch aufs Podest sprang und sich gejubelt hat, wie ihm die Tränen gelaufen sind, als er Rekorde geknackt hat, als er an Ayrton Senna denken musste, aber auch natürlich dieses unheimlich schwierige Wochenende für ihn und für auch seinen Bruder Ralf. Als Mutter Elisabeth damals starb, es war ja auch ein äußerst schwieriges Rennwochenende, ein schwieriger Rennsonntag für die Familie Schumacher. Das sind alles diese Bilder, die wir natürlich nie vergessen werden, aber natürlich umso mehr die, die uns so viel Freude und so viel Spaß bereitet haben über eine so lange Zeit. Und wir wissen natürlich auch, diese Zeit wird nie wieder kommen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir immer ja, einfach Michael Schumacher in unseren Köpfen behalten und das nie vergessen. Und aus guten Gründen ist und bleibt Michael Schumacher in jedem Falle eine Legende. Und wer übrigens noch mehr über die Anfänge Michael Schumachers erfahren möchte, ich habe es ja zu Beginn schon erwähnt, ich habe ein Interview geführt, was mich sehr, sehr gefreut hat mit dem Entdecker und Förderer
von Michael Schumacher, zugleich auch Entdecker und Förderer von Sebastian Vettel mit Gerhard Noack. Das ganze Interview, es geht 1 Stunde und 21 Minuten. Das findet ihr bei uns natürlich auf unserem YouTube-Kanal. Könnt ihr euch da natürlich in ganzer Ruhe anschauen und natürlich auch auf champone.de. Auch generell haben wir in den letzten Jahren über Michael Schumacher des Öfteren gesprochen. Vergangenes Jahr zum Beispiel auch mit Marc Surer und auch mit Kai Ebel. Also auch da findet ihr diese ganzen Sendungen auf unserem Kanal. Also nutzen wir vielleicht den Tag, auch wenn es natürlich ein schlimmer Tag ist, ein Tag, der das Leben der Familie Schumacher komplett verändert hat. Trotzdem einfach, um an die positiven Augenblicke und Erinnerungen von Michael Schumacher zu denken und ihn immer und auch künftig in unserem Herzen zu tragen. Das war's an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal und tschüss.